Hier ist der Markus Brandis aus Konstanz. Willkommen. Markus, die freie Auswahl. Nicht dahin gucken, wenn ich die Frage stelle, welche Sau ganz genau. Gucken Sie das bitte gelbe hier Schwein natürlich. Das gelbe, richtig, genau. Steht. Was macht Markus beruflich? Gut. Anerkennung, Ehrfurcht. Markus, ich brauche fürs Rateteam eine kleine schnubbelige Handbewegung. Ja. Herbert, damit darfst du arbeiten. Ja. Mein Psychologenteam und ich, ne, versuchen ja immer beim Rausgehen ein bisschen zu erkunden. Da ist also sehr viel. Die Unterschrift ist reiner Wahnsinn. Wir haben auch versucht, die Tätowierung zu lesen, ob es da vielleicht draufsteht, aber da steht da nicht drauf. Ne? Nee. Und für die erste Vermutung ging Richtung sportlich oder Kunst, ne? Nein. Ich schläge. Nein, ich habe ja nicht gefragt. Sehr gut. Ach, ich mag sie ja so sehr. Nicht mehr nach Sport und Kunst und uns fehlen 10, 5 Feiermänner. Ja. Na gut. Also ich gehe davon aus, dass Sie mit Sport und Kunst nichts zu tun haben. Das haben wir ja. Das ist richtig, ja. Ah, da haben wir das sehr gut getroffen. Ja. Aber es ist eine Dienstleistung, die Sie verrichten. Ja. Ja. Eine Dienstleistung für Menschen, ja, die auch wir gebrauchen können. Nein. Die wir nicht gebrauchen können. Ja. Rein theoretisch müssen wir das alles mit einschließen. Ja. Ich denke schon, doch. Also Sie selber sind nicht so überzeugt, dass das, was Sie machen, so... Nein, das, was ich mache, ist fantastisch. Ist fantastisch, natürlich. Ist fantastisch. Ja. Und diese Dienstleistung, die üben Sie alleine aus? Sie Nein. Sind selbstständig? Nicht alleine. Nein, also Sie sind selbstständig, arbeiten im Team und diese Dienstleistung für Menschen, die muss man natürlich dann auch bei Ihnen bezahlen und auch bestellen. Ja. Sie machen die nicht einfach so. Nein. Ja, auch wenn wir sie jetzt vielleicht nicht gebrauchen können oder so, aber der Mensch, der Kunde, der dann kommt, stellt die bei Ihnen und Sie üben sie dann aus. Und Sie benötigen für diese Dienstleistung Hilfsmittel. Ja. Wie Geräte. Ja. Diese Geräte sind keine Maschinen, sondern Geräte, die Sie in die Hand nehmen können. Ja. Und mit der Hand bedienen dann natürlich auch. Sehr, sehr gut. Ja? Ja. Sonst mit dem Fuß oder was? Ja, ja, gibt's auch. Ne? Gibt's auch. Natürlich gibt's auch. Nähmaschinen damals. Ja, ne? Nähmaschinen alle mit dem Fuß. Ja. Ja. Diese Dienstleistung, wenn ich sie denn möchte, auch ob sie Sinn macht oder nicht, dann würden Sie die in meinem privaten Umfeld ausüben. Nein. Sicher? Überlegen Sie. Nein. Ein ganz tolles privates Umfeld. Also eine Dienstleistung noch mal eingrenzt. Es ist nicht eine Dienstleistung, die seit Hunderten von Jahren bekannt ist. Also was, eine ganz moderne Dienstleistung. Nein. Also eine alte. Eine alte Dienstleistung. Und ich müsste dann, wenn ich das wollte, dann müsste ich praktisch zu Ihnen kommen. Also nicht zwingend, also ich meine jetzt eigentlich ist es auch unerheblich, also ich stelle die Frage zurück. Und wenn du sie zurückstellst, ist okay, ja. Oder wolltet ihr noch was erklären? Ja, im Prinzip würden wir als Hilfe geben wollen, mit ihm Kontakt aufnehmen. Natürlich. Kontakt ist besser. Das meinte ich. Hey, ich habe mich wieder so. Na gut. Bei dieser Dienstleistung handelt es sich aber auch um eine beratende Tätigkeit. Ja. Ich kann aber bei Ihnen dann nichts kaufen. Nein, Sie können bei Ihnen kaufen. Sie können bei mir kaufen, sowohl. Nein, kannst bei ihm kaufen. Also wir haben und eine Beratung erhalten. Boah. Boah. Ja. Also ich glaube, dass wir Sie richtig verstanden haben, dass diese Dienstleistung nicht unbedingt persönlich in direktem Augenkontakt erfolgen muss, sondern vielleicht über Medien. Ist das richtig? Ne? Oder sogar hauptsächlich, vorwiegend oder ausschließlich über Medien. Ja. Mhm. Und dieses Medium ist... Meinst du das Internet oder das Telefon? Telefon, weil es alt ist. Es ist nicht das Internet, das Medium, sondern das Telefon.
Nein, es ist das Internet. Ne? Nein, es ist hauptsächlich das Internet. Das Internet. Ja. Hätte ich das gesagt. Ne? Gut, dann haben Sie uns aber das Internet gesagt. Dann mach du jetzt Internet. Jetzt ist es alles klar. Also es ist beratend, es läuft übers Internet, man zahlt für diese Dienstleistung. Sie sind natürlich kein Programmierer und sowas, das kann ich alles ausschließen, richtig? Ja. Sie sind auch kein Designer oder so für so Internetseiten? Ja, können Sie ausschließen. Gut, dann gibt es, wie nennt man denn diese Leute, denen ich per Internet mein Geld anvertraue und die investieren damit? Diese Daytrader? Zu Sexlinien. Nee, ja, nicht, ja. Nee, diese Daytrader. Ich weiß nicht, ich vertraue dir nicht das Geld dafür. Ja, so die im Grunde genommen so Tagesgeschäfte machen mit Geld. Nein, das ist ja nicht. Es hat nichts mit Finanzen zu tun, Ihre Dienstleistung. Ja. Also das, was ich hier gerade gesponnen habe, hat das vielleicht etwas mit, jetzt drücke ich mich mal sehr geschwollen aus, hat das etwas mit Gefühlen zu tun? Nee. Ja, entschuldigen Sie mal. Ich muss doch ein Gefühl haben, wenn ich Sie kontaktiere. Nein. Also, Beratung, Dienstleistung, Menschen, uralt. Hat die Beratung etwas zu tun, dass Leute an ihrer Zukunft interessiert sind? Nein, eigentlich nicht. Kein Wahrsager. Kein Wahrsager. Es wird knapp, Kinder. Internet ist ganz schön wichtig, ist aber nicht die Hauptkiste. Also eine Möglichkeit, den Kontakt aufzunehmen. Tanja. Und Sie machen das auch im Team? Also Sie beraten mich dann auch im Team? Also nicht alleine, sondern Sie müssen dazu mit mehreren Leuten? Nein, ich berate Sie alleine. Ja, aber er arbeitet im Team. Aha, wir hatten mal so irgendwie... Das Team, wahrscheinlich ist das Team, das hinter ihm steht, oder dass das auch macht oder so, ne? Ja. Ja, können wir machen. Herbert, er möchte gerne einen Tipp geben, aber bitte, nur den einen Satz. Ich möchte Ihnen einen Tipp geben, Sie hatten alle schon mal damit zu tun. Das reicht. Wir hatten alle schon mal damit zu tun. Ja. Wenn wir alle damit zu tun haben, dann würde ich sagen, es ist in dem Medienbereich angesiedelt, die Dienstleistung. Ne? Ich würde sogar sagen, es hat mit Fernsehen zu tun. Auch. Auch, auch, ne? Gut, auch. Ja. Sie sind aber jetzt nicht eine Künstleragentur, eine Vermittlungsagentur in dem Sinne, ne? Für Akrobaten oder sowas. Ja, ich bin keine. Sind Sie nicht, gut. So, wie bezahlen wir Sie? Wir bezahlen Sie nach vollbrachter Leistung? Ja. Ich schließe jetzt nochmal aus, es hat auch wirklich mit, lassen wir das Wort Gefühle beiseite, nichts mit Sex zu tun. Ja. Ja. Da sind ja auch die meisten von uns schon in Berührung gekommen damit. Aber wie ich euch einschätze, völlig ohne Gefühle. Ne? Völlig gefühllos, ja, absolut. Ne? Deswegen war das für mich ein bisschen schwierig, musste das mal noch klarstellen. Mhm. Gut. Hat es auch eine leicht künstlerische Richtung? Ja. Mhm. Machen Sie etwas für den Auftraggeber? Was wird also bei ihm bestellen? Kannst du das erklären? Wie meinen Sie das? Ich bin hier zum Fragen da, nicht zum Erklären. Ich gehe auf seine Frage ein. Er fragt wirklich als Gast, wie meinen Sie das? Wie ich das meine? Ja. So wie ich es gesagt habe. Aber vielleicht, ich will euch nicht herausfordern, sonst... Kannst du nicht. Ich sehe, dass deine Münzhand schon zuckt. Ja. Ne? Ja, das ist ganz schlecht. Ja, ich dachte so ein bisschen, ist keine Frage, ne? Dachte so ein bisschen an, ich weiß nicht, Biografien, Reden, Bücher schreiben oder so im Auftrag von jemandem. Nein, ich versuche es nicht. Ich schließe es aus. Es ist nicht so, dass Sie für uns eine Leistung erbringen, wie zum Beispiel Schreiben. Das sind kein Redenschreiber oder so etwas. So. Ich weiß es nicht mehr. Hast du Lust ein bisschen? Sonst mache ich noch weiter. Stundenlang noch. Ja, gut. Ich versuche gerade nachzudenken. Ja. Es ist, Sie haben auch nichts zu tun mit den Versteigerungen, die im Internet stattfinden, wo man etwas bieten kann und dafür etwas erwirbt? Doch. Haben Sie damit zu tun? Nein, er hat damit auch zu tun, ja. Auch zu tun, aha. Gut, dann ist er, wie nennt man das, Internet-Auktionär? Kann man das so sagen? Ist das eine Berufsbezeichnung? Ich frage es direkt, sind Sie Internet-Auktionär? Ist er nicht, nein. Bevor jetzt gleich Bianca reinkommt, ganz kurz die Erklärung. Sein Beruf übt er aus, teilweise vor zugigen Hoteleingängen,
und teilweise zu Hause gemütlich übers Internet. Er ist nämlich, der Markus Brandis, Autogrammhändler oder auch Autografenhändler. Bianca, bitte. Das ist es. Und der gemeinsame Schnittpunkt bei euch vier, die hatten alle mal was damit zu tun. Natürlich habt ihr alle schon mal Autogramme gegeben. Ja, stimmt. Richtig. Und nun ist es ja nun nicht so, dass ein Autogrammhändler von unserem Team freundlicherweise leben kann. Das ist denn doch nicht so richtig. Da sind andere Namen dabei. Aber fangen wir ganz kurz mit Ihrer Geschichte an. Sie sind im zarten Alter von 13 damit in Kontakt gekommen durch die Mannschaft von Bayern München. Das ist richtig. Also früher habe ich das erste Mal an die Fans geschrieben, also an Bayern München habe ich geschrieben und hatte unheimlich Freude, als ich die Autogramme zurückbekommen habe. Nur bei mir hat sich das dann sehr viel weiterentwickelt, so dass es dann immer in mehr historische Autogramme gegangen ist, in historische Briefe, in Autografen, also um die Zeitgeschichte der Persönlichkeit zu ehren. Wie kommt ein Autogrammsammler an Autogramme? Ist klar, man wartet, man hat ein paar Leute bei sich im Team, aber wie kommt man an Autografien? An Autografien kommt man eben über Auktionshäuser, kommt man über historische Sammlungen, kommt man über alte Sammler, eigentlich die Sammler, die die Handschrift der Persönlichkeit schätzen. Zeigen wir es jetzt mal hoch, ich nehme das Schwanger mal rüber. Das ist zum Beispiel hier ein Brief von Albert Einstein, wo er schreibt, dass er nie wieder nach Deutschland zurückkommen möchte, wegen den Hässlichkeiten, wo passiert sind. Er war Jude, musste fliehen nach Amerika. Und zum Beispiel ist das ein historisches Dokument, wo er das verlautet. Wenn Sie damit handeln, hat das auch seinen Preis. Wie teuer, was müssten wir dafür auf den Tisch des Hauses legen? Für dieses interessante Dokument müssten Sie ca. 2000 Euro bezahlen. Große Filmstars, wen haben wir im Angebot? Das ist zurzeit mein teuerstes Autogramm. Das ist ein Autogramm vom Roten Baron, von Manfred Freiherr von Richthofen. Von diesem Autogramm existieren bekannterweise nur 3 Stück. Und dieses Autogramm kostet 7.500 Euro. Ja. Was kosten Feuerstein? Also das war eben ganz kurz auch der Unterschied. Autogramm ist nur das Bild mit einer Unterschrift. Autografie ist was Persönliches, von dem man checkt diese Dinge. Genau, da kommt es eher auf den Inhalt an, des Dokumentes, bei dem Autograf. Und das ist zum Beispiel noch ganz nett, das ist Ihr altes Rateteam von Was bin ich noch mit Robert Lemke. Oh. Da macht er jetzt schon mal Bilder. Ja. Eine Frage noch. Und jetzt von diesen großen Hollywood-Helden, sagen wir mal, von John Wayne oder von Grace Kelly oder sowas. Genau, also in meinem Angebot sind Autogramme von John Wayne, von Catherine Hepburn, von Alfred Hitchcock, von Dalai Lama, von Wilhelm Busch, von Hermann Hesse, von Cary Grant, von... es gibt sehr, sehr viele Persönlichkeiten, die ich im Angebot habe. Haben Sie auch irgendwas Persönliches von Romy Schneider? Ja, habe ich auch. Ehrlich? Habe ich sogar dabei. Dann kaufe ich das. Was auch immer das ist. Ob das nun Kartoffeln sind oder Autografien. Das ist eine sehr schöne signierte Postkarte mit einer schönen Tintensignatur, die um die Zeit zu ihrer Sissi-Zeit geschrieben worden ist. Dieses alles besprechen wir nach der Sendung. Ja. Damit wir ein Ende finden. Und ich verspreche Ihnen, es gibt 5 Autogramme von jedem von uns eins, dann fahren Sie immerhin nochmal mit 3 bis 5 Euro schon mal versehen damit. Nein, das ist eine schöne Erinnerung. Dankeschön. Ich bedanke mich. Liebe Barscher. Okay. So, Autogramm oder Autografenhändler?